Herzlich willkommen zu diesem Videotraining. In diesem Videotraining lernen wir das OSI-Referenzmodell kennen. Dieses Videotraining ist Bestandteil der Ausbildung zum Spezialist-IT Certified Network Administrator. Sehen wir uns nun kurz die Agenda dieses Videotrainings an. Als erstes behandeln wir das OSI-Referenzmodell. Was ist das? Wie ist es aufgebaut und aus welchen Teilen besteht es? Dann sehen wir uns das OSI-Referenzmodell im Einsatz an. Und zu guter Letzt betrachten wir uns die Data Encapsulation. Was bedeutet nun die Abkürzung OSI? OSI steht für Open System Interconnection. Es ist ein Referenzmodell für Netzwerkprotokolle. Bei einem Referenzmodell spricht man von einem allgemeinen Modell, von dem spezielle Modelle abgeleitet werden können. Es kann sozusagen ein Vergleich hergestellt werden. Das Modell besteht aus 7 Schichten, die übereinander angeordnet sind. Jede Schicht hat eine genau definierte Aufgabe. Und der Zweck dieses Modells ist sicherzustellen, dass die Kommunikation über unterschiedliche Systeme hinweg funktioniert, so dass Geräte verschiedener Hersteller mit unterschiedlichen Betriebssystemen und Programmen über verschiedene Netzwerkmedien miteinander kommunizieren können. Wir sehen uns nun die einzelnen Schichten des OSI-Referenzmodells an. Dabei gehen wir von unten nach oben, also von Schicht 1 bis zur Schicht 7 durch, um einen Überblick über das OSI-Modell zu erhalten. Schicht 1, der Physical Layer, auf Deutsch Bitübertragungsschicht. Auf dieser Schicht befinden sich Kabel, Elektronik, Strom und so weiter. Geräte, die auf dieser Schicht arbeiten, sind Hubs und Netzwerkkarten. Schicht 2, der Data Link Layer, auf Deutsch Sicherungsschicht. Auf dieser Schicht befinden sich MAC-Adressen. Geräte, die auf dieser Schicht arbeiten, sind Switches. Schicht 3, der Network Layer, auf Deutsch Vermittlungsschicht. Auf dieser Schicht haben wir Protokolle wie IP, ICMP und so weiter. Geräte, die auf dieser Schicht arbeiten, sind Router. Kommen wir nun zur Schicht 4, dem Transport Layer. Auf Deutsch Transportschicht. Hier haben wir Boards wie TCP und UDP Boards. Die ersten 4 Schichten sind transportorientiert, sind also für die Übermittlung der Daten zuständig. Nun weiter zu den oberen 3 Schichten. Schicht 5, der Session Layer, auf Deutsch Sitzungsschicht. Darüber haben wir Schicht 6, den Presentation Layer, auf Deutsch Darstellungsschicht, und zu guter Letzt Schicht 7, den Application Layer, auf Deutsch die Anwendungsschicht. Die oberen 3 Schichten sind anwendungsorientiert. Diese haben also nichts mehr mit der Übertragung, sondern mit der Verarbeitung der Daten zu tun. Um sich die einzelnen Schichten des OSI-Referenzmodells leichter merken zu können, haben sich ein paar schlaue Köpfe Merksprüche einfallen lassen. Ich habe hier mal 2 gängige Varianten herausgesucht. Variante 1 ist eine englischsprachige Variante, welche die Schichten von unten nach oben durchgeht, also Layer 1 bis 7. Please do not throw salami pizza away. Das steht für Physical Data Link Network Transport Session Presentation Application. Variante 2 ist eine deutsche Variante, welche die Schicht in umgekehrter Reihenfolge durchgeht, also Schicht 7 bis zur Schicht 1. Alle deutschen Schüler trinken verschiedene Sorten Bier. Anwendung, Darstellung, Sitzung, Transport, Vermittlung, Sicherung, Bitübertragung. Gehen wir nun die einzelnen Schichten im Detail durch. Und sehen wir uns an, welche Aufgaben die einzelnen Schichten haben. Beginnen wir mit der obersten Schicht, Schicht 7. Diese wird als Anwendungsschicht bezeichnet, Englisch Application Layer. Auf dieser Schicht befinden sich Dienste, Anwendungen und das Netzwerkmanagement. Sie stellt Funktionen für Anwendungen zur Verfügung, damit Anwendungen über das Netzwerk kommunizieren können, stellt Verbindungen zu unteren Schichten her. Und schlussendlich findet auf Schicht 7 die Dateneingabe und Ausgabe statt. Beispielsweise wird in einem Webbrowser eine URL eingegeben,
also Dateneingabe, und danach zeigt der Webbrowser die aufgerufene Webseite an, also Datenausgabe. Beispiele für Applikationen auf dieser Schicht sind ein Webbrowser und ein Webserver, eine Telebanking-Software und ein Bankserver oder ein CRM-System und ein SQL-Server. Schicht 6 wird als Darstellungsschicht bezeichnet, Englisch Presentation Layer. Sie dient als Dolmetscher zwischen unterschiedlichen Systemen wie Windows, Linux oder Mac. Schicht 6 gewährleistet, dass Daten der Anwendungsschicht des Senders von der Anwendungsschicht des Empfängers gelesen werden können. Eine Windows-Applikation verwendet ein bestimmtes Format, das nur von Windows-Applikationen verstanden wird. Die Darstellungsschicht wandelt nun diese Daten in ein allgemeingültiges, normiertes Format um, das von allen Systemen verstanden wird. Kommen die Daten dann bei einem Linux-System an, übersetzt die Darstellungsschicht die Daten in ein Format, das wiederum nur Linux-Applikationen verstehen. Auf dieser Schicht basieren auch Dinge wie Datenverschlüsselung und Datenkompression. Beispiele für Anwendungsdaten wären ASCII, JPEG, HTML oder Unicode-Daten. Kommen wir nun zur letzten Schicht des anwendungsorientierten Bereichs, Schicht 5. Sie wird als Sitzungsschicht bezeichnet, Englisch Session Layer. Wie bereits erwähnt, ist diese Schicht die unterste Schicht des Anwendungssystems. Sie sorgt für die Prozesskommunikation zwischen Systemen, sorgt für einen organisierten und synchronisierten Datenaustausch, verwendet Checkpoints, um die Sitzung nach Ausfall einer Transportverbindung wiederherzustellen. Ohne der Sitzungsschicht müsste bei Unterbrechung der Verbindung am Transportweg die komplette Sitzung von vorne beginnen. Sie baut logische Verbindungen zwischen Sender und Empfänger auf, kontrolliert diese und beendet sie wieder. So, das waren nun die drei oberen Schichten des OSI-Referenzmodells, welche zum sogenannten Anwendungssystem gehören. Die Anwendungsschicht, auf welcher sich die Anwendungen befinden und die Dateneingabe und Ausgabe basiert. Die Darstellungsschicht, welche sich um die Übersetzung und Normierung der Daten kümmert. Und zu guter Letzt die Sitzungsschicht, welche sich um die Prozesskommunikation und den synchronisierten Datenaustausch kümmert. Gehen wir nun zum Transportsystem über. Schicht 4 wird als Transportschicht bezeichnet, auf Englisch Transport Layer. Sie ist die oberste Schicht des Transportsystems und dient als Schnittstelle zum Anwendungssystem. Sie sorgt für die korrekte Übertragung der Daten laut Protokollinformationen, sorgt für die richtige Zusammensetzung der Pakete beim Empfänger. Eine wichtige Aufgabe dieser Schicht ist die Ende-zu-Ende-Kontrolle und Transportkontrolle. Die Schicht 4 ist für die Lieferung von Daten an geeignete Anwendungsprozesse verantwortlich, die auf Hostcomputern ausgeführt werden. Dies beinhaltet die Erstellung von Datenpaketen aus Rohdaten und das Hinzufügen von Quell- und Zielspezifikationen wie Portnummern. Bekannteste Protokolle dieser Schicht: TCP, Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol. Schicht 3 wird als Vermittlungsschicht bezeichnet, auf Englisch Network Layer. Sie sorgt für die Weiterleitung von Datenpaketen über Netzwerkgrenzen hinweg. Ist die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger nicht direkt möglich, werden Pakete von Knoten zu Knoten übermittelt. Schicht 3 ist für die Wegsuche zwischen Netzwerkknoten zuständig, das sogenannte Routing. Die wichtigsten Aufgaben dieser Schicht sind Bereitstellung netzwerkübergreifender Adressen, sogenannte IP-Adressen, Routing bzw. Aufbau von Routing-Tabellen, Fragmentierung von Datenpaketen. Unter Fragmentierung versteht man das Zerteilen von Datenpaketen. Bekannteste Protokolle dieser Schicht sind das IP-Protokoll, Internet-Protokoll, IPsec, Internet Protocol Security. Dieses Protokoll wird für VPN-Verbindungen verwendet. Und ICMP, Internet Control Message Protocol, welches zum Pingen verwendet wird. Geräte, die auf dieser Schicht arbeiten, sind Router. Schicht 2 wird als Sicherungsschicht bezeichnet, auf Englisch Data Link Layer. Sie sorgt für zuverlässigen Datenaustausch von Datenpaketen zwischen den Systemen. Schicht 2
wird in zwei Unterschichten unterteilt. Erstens die LLC-Schicht, diese grenzt an die darüberliegende Vermittlungsschicht. Und zweitens die MAC-Schicht, diese grenzt an die darunterliegende Bitübertragungsschicht. LLC steht für Logical Link Control. Die LLC-Schicht teilt den Bitdatenstrom in Datenframes auf, führt Fehlererkennung und Fehlerkorrektur durch und ist für die Fragmentierung von Datenpaketen zuständig. MAC steht für Media Access Control. Die MAC-Schicht regelt die Nutzung der Übertragungsmedien und schreibt die physikalische Sender- und Empfängeradresse in die Header der Datenpakete, die sogenannte MAC-Adresse. Geräte, die auf dieser Schicht arbeiten, sind Bridges oder Switches. Kommen wir nun zur untersten Schicht des Transportsystems, der sogenannten Bitübertragungsschicht, auf Englisch Physical Layer. Sie ist für die Übertragung der Bitströme über das Übertragungsmedium zuständig. Dabei werden folgende Parameter festgelegt. Das Übertragungsmedium, zum Beispiel Kupfer, Glas oder Funk, die Funktion der einzelnen Leitungen, Datenleitung oder Steuerleitung und die Übertragungsrichtung, der sogenannte Duplex Mode. Simplex bedeutet Übertragung nur in eine Richtung, Half Duplex bedeutet abwechselnd Senden und Empfangen und Full Duplex bedeutet das gleichzeitige Senden und Empfangen von Daten. Geräte, die auf dieser Schicht arbeiten, sind Hubs und Netzwerkkarten. Okay, wir haben uns nun das Transportsystem, das aus 4 Schichten besteht, fertig angesehen. Angefangen bei Schicht 4, der Transportschicht, welche für die korrekte Übertragung der Daten zuständig ist, gefolgt von Schicht 3, der Vermittlungsschicht, deren Aufgabe es ist, die Kommunikation über Netzwerkgrenzen hinweg zu ermöglichen. Dann Schicht 2, welche für die zuverlässige Kommunikation zwischen Netzwerkknoten verantwortlich ist, bis hin zur Schicht 1, der Bitübertragungsschicht, welche für die Übertragung der Bitströme über unterschiedliche Medien wie Kupferleitungen, Glasfaserleitungen oder Funk zuständig ist. Nun haben wir einiges an Theorie über das OSI-Referenzmodell erfahren. In dem folgenden Abschnitt werden wir sehen, wie das OSI-Referenzmodell angewendet wird. Sehen wir uns als nächstes das Anwendungssystem an, welches die Schichten 5 bis 7 beinhaltet. In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass ein User auf PC1 eine Webseite mit der URL www.demo.at von einem Webserver abruft. Dazu wird auf PC1 auf Applikationsebene, also auf Schicht 7, ein beliebiger Webbrowser verwendet, zum Beispiel Internet Explorer, Firefox oder Google Chrome. Auf Seiten des Servers kommt ein beliebiger Webserver zum Einsatz. Das kann ein Internet Information Server, ein Apache Web Server oder zum Beispiel ein Tomcat Server sein. Wie bereits gelernt, erfolgt auf Schicht 7 die Ein- und Ausgabe. Es wird die URL eingegeben und die entsprechende Webseite angezeigt, also ausgegeben. Als nächstes erfolgt die Datenübersetzung in Standards, wie zum Beispiel HTML. Und zu guter Letzt wird eine Sitzung aufgebaut, überwacht und wieder abgebaut. Schauen wir uns nun an, was im Detail auf Schicht 4 der Transportschicht passiert. Wir nehmen wieder unser Beispiel mit dem Aufruf der Webseite www.demo.at von einem beliebigen Webserver. Damit PC1 die Webseite vom Webserver abrufen kann, muss PC1 wissen, an welchen Webserver er die Anfrage senden muss. Das erfolgt durch einen DNS-Request an einen DNS-Server, welcher dann PC1 die entsprechende IP-Adresse liefert. Für jede Kommunikation wird ein Source-Port und Destination-Port benötigt. Also erstens der Port, von dem das Paket abgesendet wird, und zweitens der Port, zu dem das Paket gesendet wird. Für die Anfrage an den Webserver wird auf Client-Seite zum Beispiel der Port 60826 verwendet. Auf Seiten des Webservers wird der standardisierte Port 80 verwendet. Für die DNS-Anfrage wird auf Client-Seite zum Beispiel der Port 60485 und auf Serverseite der standardisierte Port 53 verwendet. Auf Seiten der Server werden standardisierte Ports verwendet, die sogenannten Well-Known Ports, welche im Bereich zwischen 1 und 1023 angesiedelt sind.
Beispiel für well-known Ports sind FTP mit Port 21, SSH mit Port 22 oder SMTP mit Port 25 und so weiter. Auf Client-Seite werden dynamische Ports verwendet. Diese befinden sich im Bereich 49.152 und 65.535. Jeder Verbindung wird zufällig aus diesem Bereich ein Port zugewiesen. Des Weiteren gibt es dann noch die Registered Ports, welche im Bereich von 1024 bis 49.151 liegen. Für die Verbindung zwischen PC1 und Webserver wird das TCP-Protokoll verwendet. TCP steht für Transmission Control Protocol und stellt sicher, dass alle Pakete beim Empfänger ankommen. Dabei wird eine Verbindung mittels dem Three-Way Handshake-Verfahren aufgebaut, indem der Client ein SYN-Paket an den Server sendet, dieser mit einem SYN-ACK-Paket antwortet und schlussendlich durch ein Senden eines ACK-Pakets durch den Client die Verbindung zustande kommt. Für die Verbindung zwischen PC1 und DNS-Server wird das UDP-Protokoll verwendet. UDP steht für User Datagram Protocol. Bei UDP ist es nicht sichergestellt, dass alle Pakete beim Empfänger ankommen. Es wird lediglich davon ausgegangen. UDP wird unter anderem bei Echtzeitkommunikation wie Voice over IP eingesetzt, da hier das Nachsenden von Paketen keinen Sinn machen würde. So, kommen wir nun zur Vermittlungsschicht. Die Vermittlungsschicht hat die Aufgabe, IP-Pakete über Netzwerkgrenzen hinweg zu übertragen. PC1 hat aufgrund des DNS-Requests festgestellt, zu welcher IP-Adresse er das IP-Paket senden muss. Diese IP-Adresse ist die IP-Adresse von Server 1, 10.170.40.70. Als erstes prüft PC1, ob sich der Server im selben Netzwerksegment befindet. Dazu nimmt er seine eigene IP-Adresse und teilt diese anhand der Subnetzmaske in den Netzwerkanteil und den Hostanteil auf. Danach nimmt er den Netzwerkanteil der eigenen IP-Adresse 10.170.20 und vergleicht diese mit der IP-Adresse des Servers 10.170.40 und stellt fest, dass diese IP-Adressen nicht übereinstimmen. Folgedessen muss PC1 in seiner Routing-Tabelle nachsehen, ob es eine bestimmte Route für dieses Netzwerkziel gibt. Er prüft seine einzelnen Einträge in der Routing-Tabelle und stellt fest, es passt nur der Eintrag mit der IP-Adresse 0000. Diese IP-Adresse bzw. dieser Routing-Eintrag wird als Default-Route oder Standard-Gateway bezeichnet. Dadurch weiß nun PC1, dass er Server 1 nur über sein Default-Gateway erreichen kann. PC1 sendet nun das IP-Paket an Router 1. Dieser wiederum schaut in seiner Routing-Tabelle nach, ob er einen Eintrag finden kann, wie er Server 1 erreichen kann. Er findet den Eintrag 10.170.40.0 und weiß somit, er muss das IP-Paket an das Gateway 10.170.30.2 senden. Router 2 empfängt das IP-Paket und sieht auch in seiner Routing-Tabelle nach, wie er Server 1 erreichen kann. Stellt fest, dass 10.170.40 ein direkt verbundenes Netzwerk ist. Somit kann Router 2 den Server 1 direkt erreichen. Router 2 sendet nun das IP-Paket weiter an Server 1. Dieser verarbeitet das IP-Paket und will auf das IP-Paket antworten. Dazu sieht Server 1 in seiner eigenen Routing-Tabelle nach, um so festzustellen, wie er PC1 erreichen kann. In diesem Beispiel ist sehr schön ersichtlich, wie auf Layer 3 eine netzwerkübergreifende Kommunikation möglich ist. Nun kommen wir zu Schicht 2. PC1 hat festgestellt, dass die Webseite www.demo.at am Server 1 mit der IP-Adresse 10.170.40.70 zu finden ist. Weiters hat PC1 festgestellt, dass Server 1 nur über sein Standard-Gateway, nämlich Router 1, erreicht werden kann. Nun stellt sich die Frage, wie kann PC1 den Router 1 erreichen?
Jedes Netzwerkgerät hat eine physikalische Netzwerkadresse, die sogenannte MAC-Adresse, Media Access Control. Diese MAC-Adresse ist weltweit eindeutig und wird vom Hersteller des Netzwerkgeräts vergeben. Damit nun BC1 Pakete an Router 1 senden kann, muss BC1 die MAC-Adresse von Router 1 kennen. Dazu prüft BC1 als erstes einen ARP-Cache. Der ARP-Cache ist eine Tabelle mit allen MAC-Adressen, die BC1 bisweilen gelernt hat. Kann BC1 die MAC-Adresse von Router 1 nicht in seinem ARP-Cache finden, setzt dieser einen sogenannten ARP-Request ab. Die Abkürzung ARP steht dabei für Address Resolution Protocol. Dies erfolgt mittels eines Broadcasts, was eine Nachricht an alle Teilnehmer im Netzwerk ist. BC1 ruft also in das Netzwerk: Das Gerät mit der IP-Adresse 10.170.20.1, sende mir bitte seine MAC-Adresse. Daraufhin antwortet Router 1 mit seiner MAC-Adresse. Ein Router stellt immer die Grenze für einen Broadcast dar. Man spricht hier von einer Broadcast-Domäne. Nun kann BC1 die Pakete über Switch 1 zu Router 1 senden. Switches lernen MAC-Adressen innerhalb kürzester Zeit und wissen dadurch genau, auf welchen Ports welche Geräte zu finden sind. Switches speichern MAC-Adressen in sogenannten SAT-Tabellen ab. SAT steht dabei für Source Address Table. Kommen wir nun zur letzten Schicht, der Bitübertragungsschicht. Wie bereits gelernt, befindet sich auf dieser Schicht Elektronik, Kabel, Strom, Licht und so weiter. Schauen wir uns nun kurz unterschiedliche Kabeltypen, wie zum Beispiel Twisted Pair Kabel, an. Als erstes haben wir ein sogenanntes UTP-Kabel. UTP steht dabei für Unshielded Twisted Pair. Als nächstes haben wir ein FUTP-Kabel. Die Abkürzung FUTP steht für Foiled Unshielded Twisted Pair. Und als letztes haben wir ein SFTP-Kabel. SFTP bedeutet Shielded Foiled Twisted Pair. Twisted Pair bedeutet, dass die Adernpaare des Kabels miteinander verdrillt sind. Hier haben wir noch eine Übersicht über gängige Kabelkategorien und deren Übertragungsraten. Zum Beispiel Cat6a, welches für Bandbreiten bis zu 10 Gigabit Ethernet verwendet werden kann. Das A steht für Augmented und ist ein Hinweis auf die verbesserte Spezifikation von Cat6a im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Kabel der Kategorie 6. Als nächstes sehen wir uns Stecker, Werkzeuge und Komponenten an, welche für Kupferkabel verwendet werden. Beginnen wir mit einem RJ45 Stecker. Diesen Stecker wird sicherlich jeder schon mal gesehen haben. Den Vorgang, um diesen Stecker am Kabel anzubringen, nennt man Crimpen. Es gibt zwei unterschiedliche Standards für die Bindbelegung. Standard A ist der europäische Standard und Standard B der amerikanische. Als nächstes haben wir eine Netzwerkdose. Das Anschließen der Drähte nennt man Auflegen. Dann haben wir ein Patchpanel. Auch hier heißt der Vorgang für das Anschließen der Drähte Auflegen. Nun haben wir noch eine RJ45 Crimpzange, mit welcher die RJ45 Stecker am Kabel befestigt werden. Und dann noch das Beschaltungswerkzeug, das zum Auflegen der Drähte bei Netzwerkdosen und Patchpanelen verwendet wird. Zu guter Letzt haben wir noch ein Rangierpanel, das zum Ordnen der Kabel im Rack verwendet wird. Sehen wir uns nun noch kurz die LBL-Verkabelung an. Als erstes haben wir einen Loose-End-Connector, LC-Stecker, welcher im Duplex-Mode ausgeführt ist, also eine Leitung für Senden und eine Leitung zum Empfangen. Als nächstes haben wir einen Subscriber-Connector, SC-Stecker, ebenfalls in Duplex-Ausführung. Hier haben wir eine LBS-Splicebox. Eine Splicebox ist das Äquivalent zu einem Patchpanel für Kupferkabel. In der LWL-Technik wird das Anbringen von Steckern als Splicen bezeichnet. Zu guter Letzt haben wir noch ein SFP-Modul. SFP steht für Small Form Factor Pluggable. Eine weitere Bezeichnung ist Mini-Gebig-Modul.
GPIC steht dabei für Gigabit Interface Converter. Diese Module werden beispielsweise in Switches eingesetzt, um zum Beispiel Uplinks zwischen Switches per LWL herzustellen. Kommen wir nun zum letzten Punkt unserer Agenda, die Data Encapsulation. In diesem Bild sehen wir sehr schön, wie ein Datenpaket die 7 Schichten des OSI-Referenzmodells durchläuft. Auf der linken Seite, dem Sender, durchläuft das Paket die Schichten von oben nach unten. Jede Schicht fügt ihren jeweiligen Header zum Datenpaket hinzu und kapselt somit die Daten ein. Dieser Vorgang wird Encapsulation genannt. Es geht sofort bis zur Schicht 2, welche zusätzlich einen Footer, eine Prüfsumme hinzufügt. Zuletzt werden die Daten zu Bits konvertiert und über die Schicht 1 versendet. Beim Empfänger durchläuft das Datenpaket die Schichten von unten nach oben. Jede Schicht entfernt den Header der vorherigen Schicht. Das Paket wird also ausgepackt, weil es als Data Decapsulation bezeichnet wird. Jedes Protokoll erzeugt eine BDU, Protocol Data Unit, welche die Daten und den jeweiligen Header enthält. Zum Beispiel auf Schicht 7 ist die BDU der Layer 7 Header plus die Daten. Die BDU wird zur SDU, Service Data Unit des nächsten Layers. Zum Beispiel die BDU von Layer 7, also der Layer 7 Header plus Daten, werden dann zur SDU von Layer 6. Kommen wir nun zum letzten Abschnitt dieses Videotrainings und sehen wir uns nun an, was ein TCP-Segment, ein IP-Datagram und ein Ethernet-Frame sind. Wir betrachten nun nur mehr die 4 Schichten des Transportsystems. Zur Erinnerung, BDU ist die Protocol Data Unit und SDU ist die Service Data Unit. Schicht 4 empfängt die Daten, also die BDU des Layers darüber. Diese werden zur SDU von Schicht 4. Nun fügt Schicht 4 den Header hinzu und kapselt somit die Daten. Header plus Daten werden nun zur SDU von Schicht 4. Das gesamte Datenpaket auf Schicht 4 wird als TCP-Segment bezeichnet. Nun wird die BDU von Schicht 4 zur Schicht 3 weitergeleitet und wird zur SDU von Schicht 3. Schicht 3 fügt wieder einen Header hinzu und kapselt das Paket. Header plus Daten werden nun zur SDU von Schicht 3. Das gesamte Datenpaket auf Schicht 3 wird als IP-Datagram bezeichnet. Nun wird die BDU von Schicht 3 zur Schicht 2 weitergereicht und wird zur SDU von Schicht 2. Schicht 2 fügt nun wieder einen Header und einen Footer hinzu. Im Footer steht eine Prüfsumme, welche die Gültigkeit des gesamten Pakets sicherstellt. Header plus Daten plus Footer werden nun zur BDU von Layer 2. Das gesamte Datenpaket auf Schicht 2 wird als Ethernet Frame bezeichnet. Wir sind nun am Ende dieses Videotrainings angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich konnte dir die Materie etwas näher bringen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Videotraining.